Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 410. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen 50 Odinsmarken, haben damit jetzt 634 und haben alles durchgeklickt, sehr gut. Und sammeln das erstmal, Leute. Keine Sorge, wir sammeln das ein bisschen. Sonst, ja, ne, ein bisschen sammeln. Shit. Muss ja aufpassen bei dem Kostüm. Weil das Event mit dem Kostüm geht ja mal echt nicht lange. Fällt mir jetzt auf. Gut, egal, mach mal. Kriegt man schon irgendwie ran. Am besten, wir hauen halt einfach Runen raus, bis wir es haben. Und dann weiß ich auch schon, was in den Titel kommt. Sehr gut. Ne, das hier einsammeln. So, dann haben wir noch hier die drei Sachen. Die Odinsmarken behalten wir jetzt. Wir sind ja jetzt, es sind, ich glaube, noch 40 Abonnenten. Dann sind wir soweit und dann machen wir ein ordentliches Pack-Opening. Es wurde geschrieben, die Rar-Pakete könnte ich schon öffnen, aber Leute, die paar Tage können wir jetzt unerwarten. Und dann öffnen wir die später. So, du kannst gefüttert werden. Damit ist auch das Lager wieder fast leer. Wir können das alles einsammeln. Bekommen nicht genug. Okay. Kriegen wir denn noch genug, ist die Frage. Ich glaube es nicht. So wie ich unsere kenne, kriegen wir nicht mal annähernd genug. Da reicht es für einmal, aber jetzt fehlen ja nochmal 120 Millionen. Aber wir kriegen doch, wir kriegen wegen dem Titanrad, kriegen wir alles. Weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei uns, dass der schon Titan wird hier? Kann ich von was anderem träumen. Schafft der eh nie. Gut, dann können wir hinten den noch füttern. So, dann kannst du uns das hier noch geben. Du wirst auch kein Titan wahrscheinlich. Genau, warum auch? Wäre ja zu einfach für uns, ne? Gut, dann haben wir noch den. Du kannst noch los. Der kann los. Der kann auch los, genau. Brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Gut, dann gehen wir zu Unzahn. Du bist Level 94. Sehr schön. Gehst auf die Suche und wir machen erstmal das Kostüm voll, weil das will ich echt haben. Er und Goliath machen wir als nächstes ohne voll. Aber da haben wir ja ein bisschen länger Zeit. Ne, aber das Kostüm hier. Hallo? Jetzt, das das Kostüm ist halt geil. Pro Tasche verringert Erkundungskosten. Bin ich mal gespannt. Ich denke mal, du brauchst, du kannst ja auch gerade schicken, aber ich denke mal, dann kostet es weniger Runen einfach noch. Und wir wollen das eigentlich gleich durchskippen. Wir brauchen 8 Teile, okay. Wir wollen ja heute schon sehen, wie es aussieht. Und da haben wir schon mal. Okay, wofür ist jetzt dieses komische Getränk da gewesen? So. Nehmen wir auch noch mit. Weg damit. Haben wir in irgendeinem Kostüm was Sammlungen boostet? Chance auf Gegenstandstasche. Na dann das hier. Jetzt. 2 haben wir. Gut, guck mal, da macht sich das lohnt mit dem Kostüm. Wesentlich. Dort steht, die Zahlen sind halt jetzt immer gelb. Es ist jetzt nicht unterschieden, aber es sieht schon so aus hier. Es wird dann halt immer noch nicht unterschieden, ob es jetzt irgendwie, hallo, dass man irgendwie sehen könnte, jo, das Teil hätte ich sonst nicht gekriegt. Goliath habe ich 7, hier habe ich 5. Gut, hier brauche ich also noch 3. 3 von diesen komischen, was auch immer das sind oder sein soll. Gut, das von Golem habe ich voll, das heißt, das kriege ich mehr von den anderen. Ja, da haben wir sie doch. So, damit haben wir das voll. Dann geht's weiter. Junge, diese Sammlungen, ich weiß nicht, was los ist. Barschem. Kostet uns nur 26 Runen pro Suche und wir kriegen gar nichts. Das ist natürlich blendend. Na, wir probieren es mal nochmal und dann sagen wir, nee, machen wir den nochmal. Na ja, gut, wir haben nur eins und ich glaube, das ist nicht mal das Richtige. Oder war es die Truhe? Ich weiß nicht ganz, ob die Truhe das Richtige war. Doch, sie war das Richtige. Okay, wir suchen trotzdem mal hier auf 1,5 Stunden. 1,5 Stunden Basis ist meistens so Preis-Leistung das Beste, meiner Meinung nach. Bei 4 Stunden, also 4 Stunden ist dann noch besser natürlich. Lohnt sich aber dann nicht zu beschleunigen. Also da musst du, okay, wenn du sagst, es ist über Nacht, okay, dann lohnt sich halt 4 oder 6 Stunden oder was auch immer. Aber ich meine, so passt das schon eher, wenn man die
anderthalb Stunden macht, wenn man es beschleunigen will. Und dann haben wir jetzt noch das hier und dann nehmen wir die eine Stunde und schauen mal, ob wir hier was kriegen. Sieht nicht so aus. Machen wir nochmal, ansonsten dann die 3 Stunden. 3 Stunden ist halt auch schon wieder sehr teuer, aber naja, egal. Da haben wir dann knapp 5, naja, ein bisschen mehr als 500 Runen, denke ich mal, gebraucht. Aber das ist ja egal. Wir haben ja 5700. Wir kriegen durch die seltenen Pakete auch nochmal ordentlich welche dazu. Also ist es egal. Ewiges Cliff kostet uns halt 80 Runen noch was, aber wir kriegen auch nur einen Teil. Okay. Noch ein Versuch. Vielleicht kriegen wir jetzt mal mehr hier. Gut, da waren es 4 besondere Teile. Dann fehlen uns theoretisch 2. Jetzt müssen wir alles haben, theoretisch. Und wir haben sogar noch einen Teil für die erste Sammlung mitbekommen. Also irgendeine Sammlung haben wir voll. Die ist es schon mal nicht. Goliam ist noch nicht voll. Könnte man eigentlich... Oh, nee, machen wir jetzt nicht. Herzfest ohne Zahn haben wir voll. Sehr schön, das ist das Kostüm. Wir ziehen es ihm gleich mal an, denn ich will mal wissen, wie er aussieht damit. Also klar, ich sehe es hier schon, aber hier. Gut, und wie ist das jetzt gemeint? Also es zieht Runen ab. Okay, wie viel zieht es denn ab ungefähr? 13. Na, dann müssen wir mal gucken, wie viel zieht es ab, wenn ich den schlimmsten Drachen nehme, der für uns bisher am teuersten ist. Du ungefähr. Gut, 34. Na gut, ob sich das Kostüm da lohnt, ist die Frage. Ist ja jetzt nicht viel. Aber na gut, du gehst mal auf den Kollegen. 30% Rohstoffe ist dann schon geiler. Das ist halt echt geil. Na dann, los geht der Hase. Was sind denn das normalerweise? 24 Runen vielleicht? Da könnten 24 Runen sein und dann plus 7. Wegen 30%. Sollte, denke ich mal, ungefähr passen. Aber das ist nice. Also, das ist schon mal gut. Da gibt es noch mal ein bisschen mehr Fisch und so. Gut, die hatten wir alle. Dann haben wir jetzt alle losgeschickt. Dann können wir den jetzt noch losschicken. So, los geht's. Dann haben wir den. Und los geht der Hase. Und dann haben wir noch dich. So, und den Kollegen kann gratis los. So, dann ist hier noch das Gratis-Paket. 643. Wir kommen leider nicht auf die 654. Das schaffen wir leider nicht, weil da fehlen uns jetzt noch 11 und die haben wir nicht. Na gut, wir öffnen trotzdem mal noch das zweite Paket. So, und da haben wir das zweite Paket. Und es gibt mal wieder nichts Besonderes. Wird mal Zeit, dass die hinterste Karte gelb leuchtet. Gut, ihr könnt wieder los. Haben wir eigentlich noch irgendwie Kostüme, die wir noch nie an... Oder den Drachen, wo wir kein Kostüm angefangen haben. Sturmpfeil. Haben wir ein Kostüm bei Sturmpfeil? Nee, haben wir nicht. Mager. Gut, egal. Dann können wir das alles einsammeln. Wir haben neue Reiteraufgaben. Vielleicht kriegen wir gleich noch 30 Unismagen. Das wäre auch sehr geil. Ey, aber wie weit kommen wir dann mit dem Pack-Opening, mit den ganzen Gratis-Paketen? Das sind ja auch nochmal 120 oder so, denke ich mal. Gut. Und hier haben wir... Na, schade. Leider nichts Besonderes. Was ist denn jetzt hier ganz unten drin? Wieso wird nicht so viel angezeigt? Gut. Und das hier noch einsammeln. So. Denn jetzt können wir in den Spießenlauf reingehen. Und zwar in den, der noch 2 Tage geht. Der andere ist jetzt nicht so wichtig. Schauen wir doch mal, dass wir hier heute gewinnen. Aha, unser Grill, ey, das tut schon ein bisschen weh in den Augen zu sehen, dass er hoch kann. Wir ihn aber einfach nicht hoch genug trainiert haben dafür. Das ist ein bisschen schade, aber naja, gut. Holen wir uns erstmal den tödlichen Nadder. Geben ihm einmal Schwäche. So. Und er ist gleich weg. Dafür müssen wir nur noch mal mit dem Sturmschnitt ran, dann sollte er es, denke ich mal, nicht allzu lange überleben. Oder? Genau. Und dann treffen wir normal an, geben dann die 2-Attacke, geben dann die 4-Attacke vom Sturmschneid. Egal, ob der dadurch jetzt mehr Damage kriegt oder nie. So. Sehr gut. Dann
haben wir den weg. Sehr schön. Jetzt gehen wir zuerst auf den Kollegen und dann auf den. So. Und so. Das sind die alle wieder voll. Und dann holen wir uns den mal. Und dann ist er auch schon weg. Sehr nice. Jetzt ist der Kollege dran. Und da greifen wir wieder normal an. Nochmal normal. Und das einmal heilen. Letzte Welle. Ich finde es so geil, wie wir schon wieder keine Angriffssounds haben. Aber das fällt am Anfang, meiner Meinung nach, fällt das nicht ganz so schnell auf. Aber nach einer bestimmten Zeit fällt das dann doch schon auf. Naja, gut. Wir geben dem Zweier-Attacke oder die Dreier, je nachdem. Ne, die Zweier riecht. Riecht. Riecht, ne? Die riecht. Die reicht. So. Gut, dann Schwäche und die Dreier-Attacke vom Skrill, dann die Zweier-Attacke vom. Nee, eigentlich keine Zweier-Attacke. Sparsam umgehen, weil wir brauchen Aktionspunkte, damit der nicht auf die Fünfer kommt. Weil wenn der auf die Fünfer kommt, haben wir ein ganz anderes Problem. Weil, ja, das wäre nicht so toll. Aber ich denke mal nicht, dass das ein Problem werden wird, denn wir haben schon gewonnen. Sehr schön. So, drehen wir am Glücksrad und es gibt Fisch. Sehr gut, drehen wir am nächsten und hier gibt es Holz. Nice. Dann nehmen wir die 100 Blätter mit, beziehungsweise 100 Laub oder was auch immer, ist ja auch egal. 100 Laub und gehen in den nächsten Kampf. Sehr schön, los geht's. Ich denke mal nicht, dass das ein Problem werden wird, dieser Kampf. Wir haben hier einen schönen Zahnhaken als Gegner. Haben auch nur zwei Wellen, also das ist ja mal locker easy. Gut, einmal das, einmal das, einmal die Zweierattacke, dann einmal die Zweierattacke vom Skrill und dann war es das sowieso schon. Wobei wir nicht mal mehr die Zweierattacke vom Skrill einsetzen müssen. Können wir lieber Aktionspunkte sparen für die nächste Runde. So, jetzt gehen wir auf den tödlichen Nadder. Am besten, na, wir kommen. Oh, falsche Reihenfolge. Wäre erst der Sturmschnitt dran und dann. Dann würde der tödliche Nadder gar nicht mehr dran kommen, weil wir den schon besiegt hätten. So rum geht's leider nicht. Aber, naja. Gut, einmal normal angreifen, dann kriegst du keine Schwäche. Das sieht gerade gar nicht gut aus. Na gut, ich denke mal, der wird weg sein. Genau. Mann. Ja, wie macht man das? Das macht halt kaum Damage. Als ob wir das verlieren. Ja, machen wir mal. Junge, das verlieren wir doch jetzt nicht ernsthaft, oder? Doch, verlieren wir. Na gut, raus hier. Traurig, traurig, traurig. So, na gut. Neuer Versuch. Es sollte doch gar nicht. Ich brauche mehr Aktionspunkte in der nächsten Runde. Ich weiß nur gar nicht, warum mein Sturmschnitt so weit unten war. Warum hatte mein Sturmschnitt so wenig Leben? Der hatte ja mal richtig, richtig wenig Leben. Und wieso haben wir schon wieder so null Sound? Und ich meine, das ist ja. Fast wie es. Naja, egal. Gut. Wir werden diesmal trotzdem, denke ich mal, gewinnen. Oder hoffe ich zumindest. Greifen wir normal wieder an und weg mit dem. Wir haben 5 Aktionspunkte, sind in der neuen Welle. Können ja erstmal die ja raushauen. Und kriegen wir den diesmal komplett weg. Ja, sehr gut. Aktionspunkte sparen und auf Heilung gehen ist das nächste Ziel. Jetzt hat er vorhin ohne so viel Damage gemacht. Also, ich meine, klar, diese Dreierattacke vom Grongel macht schon ein bisschen Damage, aber jetzt nicht so, als wären wir so weit unten gewesen. Naja, egal. Egal. Einmal das hier. Dann einmal nochmal high. Das ist nice.
Das ist ja echt geil. Da können wir uns gleich zweimal heimsuchen und komplett voll wieder. Und immer noch komplett voll. Das ist wunderbar. Dann geht man dem eine Zweierattacke rein. Und dann greift man nochmal normal an und dann denke ich mal, ist er fast weg. So, da haben wir gewonnen dieses Mal. Sehr nice. Da drehen wir am Glücksrad und schauen mal, was wir bekommen. Holz. Nee, Fisch. Hä? Nee, Holz doch. Gut, und diesmal war es kein Holz. Fisch, sehr schön. Sieht man wieder hier oben theoretisch, aber da man jetzt kein Postfach gesehen hat, war es halt, ne? Ist schon. Fisch, sehr schön. Und hier haben wir wieder sonst. Leute, an der Stelle würde ich schon sagen, wär's mir heute ein Video gewesen. Viele Grüße noch an Susanne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Und ja, mal schauen, wann wir das Pack-Opening machen. Ciao, ciao, Leute.